Also, ich glaube nicht, dass. Hast du einen Doktor? Nee, gell, das ist ein DLC. Doktor ist DLC. Doktor hab ja, ich. Aber kann ja sein, dass er einen hat. Ein Doktor ist mit dabei, wollte ich aber nicht nehmen. Weil ich weiß, okay, wie ich auf der Playstation mit dem verkackt habe. Dann nehme ich den vielleicht dann. Mal gucken. Kannst du gerne machen. Das ist doch da, wo man ständig irgendwelche Doktoren bei sich rumstehen sieht. Nein, das ist Scrubs. Das ist Scrubs und auch der Doktor, ja. Und auch der Doktor, aber Scrubs ist es. I don't need this on my own. I know. I'm not Superman. Oh mein Gott. I'm no Superman. Ja, das war ein geiles Lied. Oder ja, auch Yes, No, Maybe. I don't know. Ich weiß, wenn ich als erstes umbringe. Ja, also. Ist dann wie bei TTT, selbst, also es ist still. Ich bin zwar mit ihm in einem Team, aber selbst ich möchte ihn umbringen. Also. Von daher. Helf mir doch einfach. Die Map ist cool. Das ist die Map vom Henker. Achso, das ist die Map vom Anchor? Ja. Die Silent Hill Map. Ich dachte, das ist die Purge Map, weil hier irgendwas Sirene ist. Ah, Jägerin. Okay. Es heißt, du hörst mich. Ja, wir hören dein Geheule schon die gute halbe Map mindestens. Also wirklich, die Map, das Geheule ist wirklich immer, hat einen großen Radius. Hat einer von euch eigentlich Stranger Things geguckt? Ich hab's mal angefangen, aber irgendwie ist Interesse verloren am Anfang gleich. Ich auch. Ist das nur das Schulgebäude oder was ist das? Das ist eigentlich, die Map ist fast nur Gebäude, ja. Auf 2 Stockwerken. Wisst ihr, woran mich, weil wir es gerade von der Jägerin hatten, das woran mich das Gesumme von ihr immer erinnert? Kein schöner Land in dieser Zeit. Bin ich der Einzige, den das so geht? Wahrscheinlich, oder? Mhm. Oh mein Gott, was machst du hier? Wie? Oh, das lebe ich hier! Ups. Ich fand das nicht so gut. Du so, Matze, wie fandst du das? Einschneidend. Oh, nein, einschneidend. Ich möchte mal die Person sehen, die nach so einem Hit noch läuft, ey. Mhm, möchte ich auch. Naja, ich würde sagen, wir fahren mal Dieter Bohlen, aber der hatte keine guten. Ich fand es lustig, euch beide gleichzeitig zu erwischen. Kurz voneinander. Fand ich gut? Fand ich gut? Ja, das war gut. Das war auch gut gemacht. Überraschend, ich weiß. Ich kenne mich selbst nicht wieder. Das Schlimme ist, seid ihr? Nicht da, hau ab. Das Schlimme, ich kann mich halt ganz schlecht in Gebäuden orientieren. Das Problem ist, auf so einer kleinen Map hörst du dieses Geheule halt echt überall. Ja, ich auch. Das dauerhaft. Das ist ja fürchterlich. Aber wenn der eigene, wenn der Protagonist schon seine eigene Musikscheiße findet. Ich singe für mein Leben gern. Und verdammt gut. Dankeschön. Ich hab gehofft, dass du mich jetzt in Ruhe lässt, weil ich auch. Hast du meine neue Platte gekauft? Das hast du sogar zweimal. Wie hieß die? Funny Selection. Welchen Hit fandest du am besten? Ja, mal zu welchen Hits fandest du am besten? Crawl Like a Moon. Mhm, das habe ich von meiner. Das ist eine Lebensgeschichte, die ich da erzählt habe. Dragonfall fand ich auch ganz cool. Ja, das war auch gut, ja. Hab ich. Und mein Favorite One ist. Was ist das hier? Mein Favorite One ist. Sleep Well Tonight.
Das ist auch mein Klingelton. Ja, das ist ja unverschämt, dass du hier am Generator bist, während ich hier rumkomme. Wer? Ja, der hat schon verstanden. Ja, Dennis. Also ich muss auch sagen, die Demo-CD habe ich auch nicht gekauft. Da hat mir schon das Cover nicht gefallen. Da machst du einfach auf den Cover machst du einfach einen simplen Bunny Hop. Na und? Kannst du das auch? Ich ja. Ich habe auf dem Skateboard immer einen Olli gemacht. Also und? Nicht den Yo-Olli, aber sowas ähnliches. Was denn ein Yo-Olli? Du bist so alt. Es gibt einen Olli und es gibt einen Olli, aber es gibt keinen. Was ist denn ein Yo-Olli? Yo-Olli ist der Typ von YouTube, der mit kleinen Kindern was macht. Heißt denn die Schmatze? So, jetzt komm her, ich will dich töten. Mich oder ihn? Beide. Das reicht jetzt. Jetzt wird Tacheles geredet. Oh. Werde hier ein paar Blutspuren hinterlassen. Kann nur eine Matze sein. Kann nur eine Matze sein, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Hey Matze, komm raus. Oh, schade. Versuchen wir es wert. Nein, ich glaube, wir können hoch. Dort, Rolle ist draußen. Draußen ist aber nicht so großes Gebiet, ne? Ja. Ja, aber wenn wir jetzt beeilen, kommen wir hoch. Matze ist aber auch draußen. Und dann? Was machen wir oben? Wo bist du? Komm, ihr könnt mich nicht wieder so fertig machen. Ich muss euch finden! Was ist das? Das ist echt eine Scheißkarte. Wie zu verwinkelt. Warum? Weil ich hier keine Treppe finde und ich muss nach oben, weil da oben am Generator sitzt. Was? Da musst du nach oben. Ja. Ich muss aber erstmal die Treppe finden. Mensch, nerv mich nicht. Ich bin beschäftigt. Bist du ein falscher Hase eigentlich? Ich zeig dir mal einen echten. Hm. Kann ich hier rausspringen? Ja, kann ich. Komm raus. So weit kannst du nicht weg sein. Komm her. Du feige Sau, ey. Komm her. Ich lass dich nicht gehen. Come on, you come and go. You come and go. Love pieces because you like my dream. Red, gold and green. Angenehm, oder das? Wenn du geholfen hättest, hätte man den Genie fertig gekriegt, ey. Ach man. Haben wir abgelenkt. Sehr gut. Mhm. Löste sich in den Büschen immer Luft auf. Magic Trick. Wir reden hier von Matze, der kann sowas nicht, der kann keine Skills. Achso, das stimmt. Ja, der verarscht, der ist garantiert im Schrank. Der ist kein Schrank, das ist ja das Schlimme. Ey, ohne Scheißrolle. Ich hab keine Ahnung, wie er das angestellt hat. Ich bin jetzt uns rum mit einer Runde rum und bin jetzt im Schrank. Ist der noch da, Digga? Kann ich Genie machen? Du Scheißkerl. Oh!
Lässt du mich mal in Ruhe? Der war auch da! Der war direkt neben mir im Busch! Fuck. Hallo! Lass mich doch mal in Ruhe! Such dir ihn! Zeig ihn dir auch, wenn ich ihn finde! Ja, what the... Im Busch? Dann würde ich euch doch sehen. Du glaubst ja, wie wir vorhin 1000 Tote gestorben sind. Wirklich, ich hatte so eine... Ja. Alter. Vor allem, du stellst dich halt, du wolltest erst genau dorthin, wo ich bin. Ich sehe halt nicht, das ist doch... Weißt du, wie ich gebeten habe und mir auf die Zunge gebissen habe, als Rollen vor dem Busch stand? Ich bin doch nicht im Busch gewesen sein, ich hätte euch doch gesehen. Warum bin ich denn nicht fertig, Matze? Wo bist du eigentlich? Das kann ich nicht sagen. Und das kann doch nicht sein. Doch, hau doch mal ab, ey! Lass mich bitte in Ruhe, danke! Okay! Ich hab dir nichts getan. Das ist eine Scheißkarte für die. Ja, das ist nicht gut. Puh, der war gut. Was willst du mit mir? Hau ab! Nimm ihn! Na scheißegal. Ja, ist auch hier, Mann. Ja, das glaube ich dir. Matze kann ja nichts alleine. So. Ah, Mensch. Aber ich glaube, das war bis jetzt die beste Aktion im Stream, ey. Oh ja, und scheiße, man sieht es im Spiel so gut, wie ich mir auf die Zunge bei so einem so kurz davor bin. Ja, ich auch. Ich dachte, ach du Scheiße, was sagst du jetzt? Ist ja, ich weiß es. Der ist von mir aus links weggegangen in dem Gang. Na klar, natürlich. Just saying. Na klar, natürlich. Nee, ich sag das gerade zu Mats, nicht zu dir. Ach so, okay. Kämpft er? Nein! Bis jetzt nicht, aber ich glaube, er kommt langsam wieder, weil er war jetzt auch lange weg. Oh Mann, oh, nicht gut. Ja, aber hat er unter Tisch. Ja, ich finde das gut, was er macht. Ich muss sagen, ich begrüße das. Was war denn das? Schön in die Arme, der Kleine. Was ein Schrei. Komm her! Ich hab keine Lust mehr zu spielen. Na dann lock dich doch aus, du Pisser! Was war das denn für ein Schrei? Achso. Hör auf zu wickeln, du hast ja keine Chance, du haust ab. Ich geh halt rückwärts zu dir, das ist mir doch wurscht. Oh nein, das ist auf mich. Scheiße, das ist viel zu weit weg. Oh, der fühlt viel zu schnell für dich, du Alter. Lauf, Rabbit, lauf! Ich bin schon auf zu schnell zu werfen, ey. Nicht überall hinrennen, ne? Ich fühle gerade, wie ich lebe, Alter. Nein, ich hab gefühlt, wie ich lebe. Ich weiß mal, wie du aufgehangen wirst. Das reicht's mir. Das ist jetzt irgendwann ist meine Geduld zu Ende. Achso, scheiße, hier ist ein Haken. Ich muss mal kurz neue Äxte holen, Moment.
Ja, mach das ein Schwert auf dich. Ist nicht, danke. Ach ja. Jetzt lustig, wenn du da drin gewesen wärst. Das wäre hart gewesen, ja. Ich find's lustig. Ich fand's eigentlich ganz lustig, wo alles im Busch war. Weißt du, wo mich... Naja. Meinst du alles Watcher in Kambodscha? Oh, da hinten ist er wer. Geh weg, geh weg. Uff, war knapp, ey. Ja. Naja, ein Meter Platz. Kommen Sie raus? Nee, ist gerade ungünstig aus dem Tier. Scheiße, wenn wir noch reinrennen, ne? Ich dachte, du guckst aus den anderen, da kann ich schon vorbeigehen können. Deine Bücher hört auf deinem Schrank auf. Was soll ich denn dann woanders aufhören? So, Nummer 2 war nicht weit weg. Ihr hattet euch hier vorne irgendwo getrennt, das habe ich gesehen, oder? Ja, hier eines da rein, der andere ist hier lang. Hier irgendwo habt ihr euch getrennt. Es ist aber auch mega beschissen im Haus. Es ist schwierig. Es ist mega verwinkelt und du weißt nicht, ob du in dem Raum, wo du jetzt reingehst, rauskommst. Außer in der Tür, wo du reinkommst. Ich bin überrascht, dass ich euch überhaupt erwischt habe. Naja, wir waren. Irgendwann mussten wir uns immer bewegen, ne? Wir waren ja so lange dort. Wir hatten über uns irgendwann mal Krähen über den Köpfen, die uns verraten, wenn wir nichts machen. Oh, das klappt, aber das klappt. Okay. Ich muss. Er kommt wieder. Geh. Die wollen wir nicht mit mir spielen. Das verstehe ich nicht. Ich bin noch so ein Lieb und ich hab euch gefressen, Herrn. Das ist eine scheiß Kackkatze, Alter. Ich glaube, er möchte dir wehtun. Ja, ich glaube auch. Du liegst doch echt ungünstig, wo du bist, ne? Ich weiß. Soll ich vielleicht etwas offener hinlegen vom Feld her? So? Ah, ist vielleicht besser. Ich hätte gerne jetzt eine Bulle Antivitamine oder so. Antivitamine? Das Ding ist, er nutzt sich ja eh nur als Lockvogel. Weil er hätte dich ja auch einfach töten können. Yep. Ich wollte es aber nicht. Jetzt weiß er, dass ich auch wieder irgendwo hier sein muss. Ich weiß, aber ich bin nicht mehr bei euch. Mich verlaufen im Haus. Nein, alles gut. Ich bin auch nicht der beste Killer. Ich kenne mich hier nicht aus. Entschuldigung, bin neu hier. Bin erst hergezogen. Ach so. Ja. Hab keine Freunde. Weiß auch nicht warum. Da ist eine Leiche. Eine Leiche. Aber nicht eure Leichen. Du klingst etwas traurig darüber. Ja. Eigentlich schon. Erst wieder im Innenhof jetzt, so. Halt die Klappe da drüben. Idee, Alter. Da seid ihr. Wir? Ich? Hab grad du, und, du und das große Ding hinter dir. Eine dritte junge Dame. Naja, eher eine fette Dame. Ich glaube, das wirst du gleich bereuen. Nein! Oh, das ist auch so knapp, Alter. Jetzt lässt er mich wieder liegen, die Sau. Kann ich auch an den Haken hängen, wenn du das willst. Oder direkt töten. Lass liegen, Alter. Schon okay. Tschüss.
nun Kinder ein. Alter, oh Scheiß, wenn du meine Tante wärst. Kennst du hier oder was? Ich kenne dich, siehst du mich? Ey, fahr für einen Freund. Dafür musst du durch die Kante. Kampf. Ich weiß ja, irgendwo muss er ja sein. Keine Ahnung, wo er ist. Oh, komm. Gut, dass das geklappt hat, Alter. Was ist das? Oh, oh, Alter. Vorsicht, der wirft. Also dir. Ja, es war's, komm. Feige Sau! Hast du die Benny Hill Musik bitte? Hab ich, mach ich aber nicht. Geh mal. Hau ab! Kannst du bitte mal weggehen? Komm her oder ich töte ihn! Dann töte ich ihn sowieso! Komm her oder ich töte ihn! Das ist eine Drohung, Alter! Entschuldigung. Moment, ich muss nachladen. Guck mal, er lässt sich einfach verbluten. Ich bin viel zu nett als Killer. Ich bin viel zu nett als Killer. Oh, wie gut, Alter. Hab ich grad mich mit dir. Ja, ich auch, wie gut. Er liegt schon wieder. Das war so gut. Du bist hier, ich weiß es. Nein, ich bin nicht hier. Komm her. Bitte weg, ich bin nicht da. Nein. Vor allem, ich dachte noch, also, Kacke, der sieht dich doch. Ah, das war so gut. Ich hab nicht gesehen. Hat man gemerkt. Du röchelst ganz schön Matze. Ich krieg selbst Herzkasper hierbei. Kann aber nicht sein, nur weil ich den Typ nicht finde. Für Dennis ist es ja. Ich werd hier gemobbt. Ich hab schon keine Richtung. Sag ich doch. Sieh mal kurz. Alter, ich hatte gerade Herzkasper die ganze Zeit. Nicht du. Weißt du, an dem Haken, wo du mich jetzt aufhängst, ne? Ich saß direkt daneben gerade, wo du achtmal vorbeigerannt bist. Hm, ich hab mich gesehen. Den seh ich schon. Ja, ein Arsch, Arsch, scheiße. Da hat sich da die ganze Wenigstens kann er mich nicht töten. Achso, scheiße. Also nicht so. Das stimmt. Achso, ihr müsst ja gar nicht mehr tippen, ne? Achso. Die haben das jetzt geändert. Ja, deswegen, ich hab das jetzt, du kriegst jetzt einen großen Skillcheck immer. Das entlastet ein bisschen die Arme. Tat das nicht weh, dass du da runtergefallen bist? War mir scheißegal, du hättest mich so aus brutalster Weise abgeschlachtet. Ach, scheiße. Stimmt. Oh. Gerade noch so. Mein, ich finde Dennis bestimmt aber okay. Gott, so knapp, Alter. Au. Wolle, ganz ehrlich, als Killer war das jetzt eine saubere Leistung. Also, das war eine echt lustige Runde für uns. Auch wenn ihr mich ziemlich zu Weißglut gebracht habt, darf ich das mal sagen. Du musst immer im Stream von Matze dann mal anschauen, wo wir eigentlich die ganze Zeit immer waren, wo du geguckt hast. Vor allem, ey, und Scheiß, jetzt zum Schluss, das war bei Dennis so krass knapp. Ich dachte, und Scheiß, ich dachte echt, fuck. Aber das hast du echt. Ich
war jetzt sowas von genervt, ey. Ist keiner, ständig sind die weg. Irgendwann ist doch mal der Generator fertig. Ey, wir waren, du hast recht, wir waren eigentlich, die ganze Zeit, wo wir uns verloren haben, immer in den Büschen. Wir waren immer in den Büschen. Ich habe euch aber in den Büschen nicht gesehen, außer das eine Mal. Ja. Na gut, okay, also ich habe auch eine extrem harte Tarnung, ne, dafür, für die Büsche. Auf der Map. Wer ist jetzt Killer, du oder ich? Ich. Das Problem war, das war so gut einfach. So gut, das hat ja auch richtig gebockt gerade, einfach nur weil. Ja, das war schon hart, Alter, das war schon. Dieses untereinander, das hat so on point geklappt. Aber auch unscheiß. Ich dachte jedes Mal, der muss mich doch in den Büschen sehen. Ich hab euch nicht gesehen. Ich hab dich nur einmal gesehen, wo dein Kopf so rausgelugt hat, wo das Blaue so, wozu sich war. Diese hellen Farben oder so, das ist gar nicht so auffällig, wie man immer denkt. Du hast auch teilweise unscheiß, ich stand da, ich hab so geschwitzt, weil du hast mit dem roten Licht, was du halt immer siehst. Du hast immer voll reingeschaut in uns, ey. Ja, aber das rote Licht sehe ich ja nicht. Ich hab euch nicht gesehen. Ja, ich weiß. Ich weiß, wie das ist. Das ist ganz eklig. Und ich hab die. Du denkst trotzdem, dass der dich nicht sieht. Ich hab die Kratzspuren gesehen und die hörten dann mittendrin auf. Ich so, wo ist denn der jetzt? Wo ist der denn hin? Das dachte ich, ist das Gefährliche. Dass du irgendwann sagst, du haust jetzt einfach mal in die Büsche rein. Keine Chance gehabt, ich hab euch nicht gesehen. Und es ist ja nicht so, dass ich es nicht versucht hätte. Also, es war schon. Es war schon krass. Ja. Es war einfach sehr lustig. Weil ich hatte jetzt da auch so intensives Herzbrauchen, weil ich euch nicht gefunden habe, weil ich einfach genervt war. Wo sind die? Ich weiß, die sind da, aber ich sehe sie nie. Das ist mal verrückt. Olle, 24. Spielt bei der falsch rum. 32, passt. Oh, ich wollte ein Kompliment machen. Ja, aber wir wollen ja nicht die Zuschauer belügen. Das sieht auch nicht aus wie 44. Ja, das stimmt. Weil das nicht ist. Das stimmt auch. Dennis, wie alt bist du? Jünger. Oh, das solltest du wissen. Klar weiß ich das. Ich weiß auch, wann du Geburtstag hast. Ach, ist das jetzt noch eine Anspielung? Am 10. Am 10. was? Am selben Monat wie ich. Wir sind alles Zwillinge. Also, wobei, wir sind Zwillinge. Ach du Scheiße. Alles Zwillinge? Jeder sucht seinen eigenen. Hm. Ja, und ja, Rolle war eine Anspielung. Verstehe ich nicht. Alter, da guckt der im Stream nach. Ich bin doch so enttäuscht. Ich bin so enttäuscht. Ich hab nicht nachgeguckt, du hast nachgeguckt. Ich hab nachgeguckt und hab gesehen, dass du nachgeguckt hast. Was? Naja, wollte, dass ich weiß, dass du seinen Geburtstag hast. Und ich hab ihm das halt erzählt, aber hab's vom Handy abgelesen, weil ich es halt nie aus dem Kopf wusste. Ja, Mensch. So, und da hat er danach im Stream, mein Stream nachgeschaut, um zu wissen, dass ich nachgeschaut habe. Ich wollte nur eine Doktor. Stelle sehen, und zwar, ich wollte diese eine Stelle sehen, wo wir darüber zu mir geschalten haben im Livestream. Mhm. Und bin auch so, genau an dieser Stelle rausgekommen und dachte mir so, boah, ey, was ein. Und dann kam gleich, vor allem nicht mal eine halbe Stunde offline, da kam gleich nach. Du hast nackt geguckt im Stream, wie kannst du nur Simtis, du besser Junge, du? Das würde dich jetzt noch dein ganzes Leben verfolgen, das weißt du hoffentlich. Ja. Matze, ich schick dich jetzt erstmal zum Arzt. Der hilft dir, der gibt dir eine Spritze, eine ganz große, dicke. Ach, geil. Doch, Onlyfans. So wie du es gerne hast. Ach, man sieht jetzt sogar, wie oft man schon am Haken hing. Auch nicht schlecht. Ja. Ernsthaft? Du hast da so zwei Striche in dem Gesicht. Genau. Es ist blöd, Alter. Das ist gerade ganz blöd. Ey, warum? Ai! So, jetzt siehst du ihn wahrscheinlich überall, ne? Hallo? Na, ich bin genau auf die zugelaufen, ich Idiot. Warum machst du das? Du scheinst ganz schön Probleme zu haben. Ich lenke ihn ab, keine Sorge. Ich muss mich hier umdrehen, um zu gucken, ob er hinter mir ist. Ich höre ihn. Ja, ist die ganze. Selbst wenn er nicht bei dir ist, ist er bei dir, weil du ihn die ganze Zeit siehst. Auch wenn er nicht da ist. Ja, aber ich weiß, was Halluzinationen sind und was nicht. Du siehst ja auch das rote Licht hinter dir, ist ja auch nicht echt. Hätte ich glaube mal gehittet, so wie es aussieht. Du kannst doch nicht mich sehen hinter dem Baum. Ja, aber ich hab dich da hingehen sehen. Ja, ich weiß.
Aber ich war zu blöd. Hab ich ja gesehen, dass du nicht weggegangen bist. Ich wusste nicht, wohin ich abhauen soll, ja, scheiße. Ohne Spaß ist es auch teilweise echt geil gemacht. Wo willst du denn hin? Wir haben den Doktor aber umgestylt, oder? Ja, ja. Er sah früher mal anders aus. Achso. Das ist ein Skin von ihm. Das ist sein neuester. Du bist ja hier. Ich hör dich. Ich hör dich. Das ist lieb. Nee, Matze ist nicht hier. Ich seh Matze nicht. Aber ich seh, ne? Ach Quatsch, siehst du gar nicht. Du musst Probleme haben, Alter. Jetzt der eben hatten wir eine 20 Minuten Runde, jetzt kommen so eine 5 Minuten Runde hinterher. Das ist auch eine echt blöde Map. Die wäre perfekt für Messer werfen. Oder Äxte. Meine ich ja. Ja, Messer werfen macht ja der Trickser, der Wichser. Rolle mal, kurze Frage, ist er noch da? Ja. Dürfte ich mich mal, Dennis, würdest du mal abholen, damit ich mich wenigstens beruhigen kann? Beruhig dich halt mal. Mega lieb, warte. Ich beruhig mich mal kurz. Kann ich eine Rolle runterholen, sonst habe ich schlechtes. Was? Was willst du mir? Hol dir mal einen runter. Okay, ich will schon. Dann wird ja auch mal zum Zeit. Ich war schon lange drauf. Eine angenehme Position zum. Eine Rolle muss ich reparieren. Könntest du bitte weggehen? Das warum? Audio. Ich will hier gerade mal bauen, wenigstens. Was jetzt mit dir passiert? Hat er dich erwischt? Oder ja, ich glaube gerade. Können Sie. Hallo, Entschuldigung. Der war kaputt. Ich habe ihn repariert. Liebe Dr. Sommerteam, ich hätte da mal eine Frage. Aber ich nicht wieder im Keller. Euer Freund ist vage. Bringt er dich wieder in den Keller? Ja, ja, der macht wieder die Josef Fritze. Warum immer in den Keller? Nur weil es länger dauert, den Reinkter zu befreien. Ich hasse die Pupsi-Maus, ich sage zu ihm mein Hase. Und weil ich doch nicht bumsen will, soll ich ihn einen blasen? Ach, bleib doch mal bitte hier. Was ist denn jetzt los mit dir, Matze? Bleib doch bitte einfach hier. Ja, auch alles gar nicht stimmen. Hätte ich nicht, würde mich nicht das ungesunde bewegen. Dein Pimmel riecht nach Smegma. Woher weißt du das? Keine Ahnung. Ich dachte, das reizt sich jetzt noch irgendwie, aber tut's nicht. Also ich muss sagen, die Map ist nicht so gruselig für einen Doktor. Entschuldigung. Hört man, weil du die ganze Zeit rumschreist. Rolle, machst du auch Generatoren oder? Nee, ich lauf nur rum. Ich spiele mit dem Doktor Fagin. Dennis, ja, wechsel jetzt. Ich hab dich gleich. Hab dich. Jetzt wollte ich. Also ich mach Sightseeing, ich schau mir gerade die Karte an, ist das schlimm? Beruhige mich. Warum sind wir jetzt so weit vom Körper weggelaufen, bitte? Ich finde einfach den Österreicher und ist so sympathisch. Na gut, okay, aber dann findest du das hier sympathisch. Nee, den finde ich auch scheiße irgendwie. Warte, ich hab gerade was gesehen. Ja, ich auch. Ich geh doch mal weg, Matze, ne? Tschüss. Hier für dich. Aua. Ey, du hast einen süßen Kopf. Ja. Dankeschön. Ja, der gefällt dir, oder? Ja. Wisst ihr, woran der mich ein bisschen erinnert? Nein. An Venom. Moment, ich muss mal kurz einen Kollegen finden. Ist das unverschämt. Jetzt hör doch mal auf. Ja. Aber ich finde das lustig. Daneben. Heute ist der Bravo, die 20 beliebtesten Doktorspieler. Auf Platz 1, Dead by Daylight. Auf Platz 2, Barbies Traumhaus. Auf Platz 3. Da liest du einmal nicht der Bravo. Alter, ist jetzt langsam mal gut? Nein.
Halt, hey, wo bist du denn? Hier. Gut. Warte, ich lieg gleich. Wow. Oh. Ja, einfach mal den Spieß um uns liegt einfach so eine Return-Karte von Uno. Also auf Uno hätte ich mehr Bock mittlerweile. Ich, wenn es gegen Dennis geht. Hm. Warte doch, ich trinke, da kann ich doch nicht wickeln. Achso, das ist doch. Du musst doch mal zurücklaufen, bitte. Du hast den, nimm mal die Treppe, man springt nicht runter. Was bist denn du? Schon besser. Reicht aber nicht. Also, dass man nicht mehr wickeln muss, finde ich gut. Also, dieses. Das ist entspannt. Na gut, der Skillcheck. Yeah. Darauf war ich ja nicht vorbereitet. Hand war nicht anders, das erste zu tun. Ich rette dich mal. Ja, ich gucke den Schrank. Gute Idee, Alter. Da war aber keiner. Guck doch mal nach. Alter, guck mal schon. Sicher nach. Warum ist denn der schon oben raus? Hier, der da. Na, ich geh mal noch einen Schrank. Halt doch mal hier. Na, das ist so scheiße, ich kann ja doch. Schlimm, der da war ja was. Ja! Aber jetzt mal ohne Spaß. Rolle, du hast Dennis ja jetzt auch von vorne mal gesehen. Was hab ich? Das nennt es dein Charakter, den Arzt jetzt auch von vorne gesehen, gell? Dürfte ich mal bitte erstmal mich heilen, dankeschön. Das war daneben. Ähnelt doch. Jetzt mal ohne Spaß, bleib mal kurz stehen. Hast du dich mal, erwischt? Das sieht doch mega aus. Das sieht doch mega aus wie Venom. Ja! Nee, bleib mal stehen, bitte. Guck mal. Oder? Ich kann jetzt nicht stehen bleiben. Ich möchte mich gerne überleben. Also, ja, dann. Ich lieg halt vorm Haken gleich. Also, du hängst vorm Liegen. Kannst du mal bitte an den. Kannst du mich mal in den Keller bringen, nur mal so, by the way? Ach so, sorry, jetzt bin ich Glaubst schon. Du jetzt? Tut mir leid. Kann ich. Das ist das zweite Mal, oder? Ja, zweite Mal. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mich auch nicht. Abstand. Was ist denn los? Abstand. Abstand ist gut. Ach, fick mich doch ins. Okay, mach mal. Nein, du doch nicht. Bringst du mich rein? Alter, nein, Alter. Wie das so vorgewickelt kommt. Schrei doch mal nicht so laut. Warum steht der Übel? In den Kopf. Okay. Don't touching me. My body, my choice. Wird du dich hoch, bringt er dich hin? Was tust du berühren? Deinen Kopf. Hängt er dich? Bleib für deine Behandlung. Bitte lassen Sie mich gehen. Ich muss dich behandeln. Wenn ich bei dir im Handel war, muss ich wirklich in psychische Betreuung. Findet er dich oder was macht er? Willkommen im Behandlungszimmer. Ja, du Arsch. Willkommen im Behandlungszimmer. Nein! Bist du tot? Der hat mich geschockt. Also wirklich aufs Übelste geschockt. Das heißt, du bist tot. Jo, ich bin sowas von hinüber. Sekunde, ich nutze die Situation, wir schauen mal fix Rolle zu, ich bin mal gleich wieder da, ich geh nur mal fix was fortschaffen. Rolle, du kannst das, ich glaube, I believe I can fly. See you later, Alligator. Thank you.
Wo ist denn die Luke, ey? So, ich bin wieder hier. Warum suchst du die Luke? Musst du nicht mich suchen? Achso, ich helfe dir. Aber das Problem ist, wenn du die Luke dann findest, dann bringt das ja nichts durch dich Jage. Ich helfe dir Luke suchen, okay? Also ich hatte dich schon kurz gesehen, aber... Wen er gesehen hat oder wem ich helfe? Wem du hilfst. Er hat die Luke gefunden, so eine Scheiße. So. Damit ist die Luke dicht. Seit du hast einen Schlüssel. Tja. Du weißt aber ich schon. Glaube, du hast keinen. Ach ja. Nee, hier bist du nicht. Hä? Alter, geht mir die Pumpe, ey. Leute. Ernsthaft so schlimm? Ja. Es ist nur der Dennis. Und da, und ganz ehrlich, im Vergleich zum Arzt ist so Dennis. Trotzdem. Mir geht gerade die Pumpe sowas von dermaßen. Oh Mensch. Ist gut. Aber ganz pervers uns umbringen. Nur mal so by the way. Oh. Ah! Okay, okay, folgender Deal. Wenn hier ein Schlüssel drin ist, kannst du gehen. Okay. Das war jetzt gerade meine Hoffnung, da zu gucken, ob da ein Schlüssel drin ist. Das ist natürlich krass. Das wäre natürlich echt übelstes Luck. Ja, der ist da drin, ne? Warte, ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Ey, ich sehe nix. Wer war das, dass der Sinn? Warum willst du mich blenden? Weil er so blendend aussieht. Alter, der war gar nicht mal so schlecht. Hätte klappen können. Wenn du dich nicht geheilt hättest, hätte es vielleicht geklappt. Okay. Wie ihr seht, gut zensiert bei mir auf dem Kanal mit dem Gras davor. Ja. Echt? Ja. War nicht sehr viel zu sehen. Also wieder nicht wieder lacht, gell? Ja, der ist halt verrückt. Aber warum überrascht mich das Ergebnis nicht? Was war denn das Ergebnis? Wir waren auf Platz 1. Dass wir verloren haben? Wieder mal. So, jetzt rasiere ich euch. Sind wir einmal entkommen, als Dennis Killer war? Matze im ersten ich. Team, ja. 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 Aber gemeinsam meine ich. Das ist da. Nee, da ist der Dennis noch ein bisschen overrated. Da ist er noch ein bisschen overleveled. Nicht overrated, overrated. Overrated vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich kenne den nicht. Wie, du kennst mich nicht? Ich weiß nicht, wie du bewertet bist. Ich wähle meinen Freunden nicht nach der Beschreibung raus, also nach der. Nach der Dings, nach der, wie nennt sich das? Bewertung. Sekunde, ich muss jetzt mal gucken, ob es hier, ja, geh weg. Ich will jetzt erst mal gucken, ob es da ein anderes Skin gibt. Tatsache, ihr. Aber du hast auch einen relativ dunklen Skin, weil du da vorhin sagtest, helle Skins sind da nicht so problematisch. Ja, es kommt drauf an, auf die Map. Mhm. Ja, also, nee, das ist die Fäule. Deswegen, ich trage eigentlich meistens dunkle Klamotten, zumal das Outfit ganz gut zu mir passen würde, persönlich. Ha. Deswegen freue ich mich. Heute kam ein Paket von EMP an, mit meinen neuen Hemden. Ja, sieht top aus. Alles wieder schön schwarz, so wie es sein muss. EMP steht übrigens für extrem Matze provokatisch, problematisch. Penetration. Ja, genau. Extreme Matze Penetration. Oh mein Gott. I know who like it. I know who like it. Dennis, was denkst du? Welcher Kinder kommt auf uns zu? Wir hatten sie jetzt alle durch. Heißt, Matze hat die freie Wahl. Schwierig. Ich denke einen, den er selber noch nicht gespielt hatte, wo er an der Reihe war. Ich habe ja nicht so viele zum Auswahl. Bei mir, den einzigen, den ich noch nicht gespielt habe, wäre der Doktor. Aber... Dr. Bipper.
Ich bin auf diesem. Wie gesagt, ich habe den auf der PlayStation gespielt, ich kam mit dem überhaupt nicht klar. Ich finde sowieso, auf PlayStation ist es als Killer echt schwer mit Controller zu spielen, denke ich. Allgemein sowieso. Also ich. Aber ich habe einen anderen. Also auf der PlayStation kam ich von. Du hast nicht Doktor? Ja. Okay. Also ich allgemein Spiele wie Dead by Dead oder so, oder auch allgemein Shooter, kann ich auch nicht auf der Konsole spielen. Mhm. Dann bin ich okay, FIFA und Rocket League und so muss ich auf mit Controller spielen. Das geht nicht anders, wenn es geht. Aber. Bei mir geht ja mit Auto-Aim oder sowas. GTA geht auch nur mit Controller, ja. Ja, Auto-Aim halt. Ja. Beispielsweise Cyberpunk mache ich ja an der PC. Ohne. Zwillinge wieder. Gegen die Zwillinge spielen. Matze? Das sind meine Favorites. Matze? Ich wieder? Als ob du nicht hässlich genug warst, jetzt mal mit den Zwillingen, ey. Matze, das Geräusch darfst du nur machen, wenn du jemanden von uns siehst. Okay, aber auch nur, wenn ich Victor bin. Auch nur, wenn ich Victor bin. Nur, wenn du der Kleine bist und wenn du uns siehst. Du bist ja meistens Victor. Weil dann wissen wir gleich, dass du in der Nähe bist, bei einem von uns beiden. Aber ich finde die gar nicht so schlecht. Also die macht wirklich Spaß, auch wenn sie sackenschwer ist. Die sind nicht so schlecht, die Zwillinge. Die machen halt auch, gerade auch weil Victor diese Schilder angewundert hat, dieses Crouchen und dann dieses Springen. Das ist halt mega cool. Oder dass du gleich siehst, wo. Wieder eine Vorschule. Aber wird es ja Zeit, dass ich nicht mehr da hinkomme. Ich würde eigentlich Zeit, dass ich meinen Kindergartenabschluss nachhole. Also jedenfalls einer von mir. Wollen wir gleich hier das machen? Ja, wir machen gleich das hier und das dann gehen wir einfach. Das klappen würde. Was glaubst du, wie überrascht er jetzt wäre? 2 Minuten, also, zack, sind geflohen. Jetzt. Ich bin Mechaniker, ich kann sowas. Ich hatte eine Batterie einstecken. Können wir gehen. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht hier. Wo? Oder? Ich denke, hier ist vielleicht... Okay. Also bei den ist halt blöd, weil ich kenne die ganze Zeit nicht. Ich auch nicht. Ist auf jeden Fall noch Charlotte. Okay, ich kann dir nur sagen, wir sind gerade an einem Krankenwagen vorbeigelaufen. Hier muss ich mal das Tote kurz machen. Brauche ich für einen meiner Perks. Perks mit Ö. Mit Ö. Weil ich so perfekt bin, oder was? Und wir haben auch nur Terrorradius bei Charlotte. Bei Victor haben wir keinen Terrorradius. Aber wir haben ja gerade keinen Terrorradius. Ja, ich wollte es nochmal erwähnen. Jetzt hat er gerade Victor freigelassen. Okay. Während die hessische alte Schabracke mitten im Keller steht. Das ist toll. Das heißt, er kann jederzeit wieder auf die. Aber wenn er wechselt, ist er dann wieder mitten im Keller, oder was? Oder? Hau ab, ey! Wieder in die falsche Richtung läufst. Ich bin mir auch gerade voll erschrocken, Entschuldigung. Du hast dich von dem. Und wenn er jetzt Charlotte wechselt, ist dann Charlotte wieder dann an der Stelle? Was? Wenn er jetzt zu Charlotte wechselt, ist Charlotte dann an der Stelle? Ja, die ist da, nee, da wo sie halt jetzt ist. Wo sie zurückgelassen wurde, also im Keller unten. Verstehe. Also noch mit Vincent hinter dir her? Ja, kann jeder. nicht direkt, nee. Ich weiß nicht, wie ist er denn? Victor. Der ist, wie ist wie? Also er kann jederzeit zwischen den beiden hin und her wechseln, ja. Okay. Der andere bleibt automatisch stehen halt dann, wo er ist. Okay. Aber den Kleinen kannst du, sobald der irgendwo fehlt, wenn der springt und fehlt aber dabei, oder fehlt, dann kannst du ihn treten. Und dann ist er zerstört quasi. Dann spawnt er erst neu in Charlotte. Ich hätte gerne mal einen Geni hier gefunden eigentlich. Wäre mal ganz toll. Victor kriegt keinen Hoch, wenn er an mich. Ich glaube, er hat wieder gewechselt. Was ist die Große? Okay. Ich bin Good Charlotte, ist so eine Band, kennt er vielleicht. Charlotte Flair? Ja, ich habe noch nicht so einen guten Flair wie sie. Wollte auch sagen, optisch seid ihr auch nicht gleich. Ich bin hübscher. Aber Charlotte passt zu dir für ein Outfit, also. Ich mag die beiden auch voll. Also, jedenfalls den Killer jetzt hier. Könnten deine Freunde sein. Cool. Oh. Hast du gleich 2 auf einmal? Ja, so viel Glück hatte ich lange nicht. Wenn du siehst, dass er gewechselt hat, gib Bescheid, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wer von beiden er gerade ist. Aber ich denke eigentlich, er ist der Kleine noch. Aber ich weiß, ja, ist der Kleine. Du musst doch mal rauskommen, gell? Du kommst nicht rein.
Das Ding ist aber, dass der Kleine kann, auch wenn du in einem Schrank wärst, kann der den Schrank zuhalten. Und dann kommt der Große. Das müsste aber der andere wissen. War ja gerade der Große, kann das sein? Er wechselt, ja, jetzt ist groß, das ist hinter mir. Macht groß. Ja, ich bin beschäftigt. Ja, aber ich bin in deiner Nähe. Oh, hi. Ich hab vorhin schon beide Punkte gehabt, deswegen. Scheiße. Das war daneben, Matze. Ja, voll aber. Voll. Hallo? Achtung, nicht da lang. Nicht da lang, sicher? Nicht da lang, ja. Okay, dann gehen wir woanders hin. Also es ist halt echt schon kompliziert, aber irgendwie, ich weiß nicht, die beiden machen richtig Bock. Gerade wenn du mal wieder an eine andere Stelle gehst. Wie der Kleine auf dem Scheiß hier vorbeiläuft, ey. Siehst du? Ich habe ihn gerade ganz kurz gesehen, ja. Okay, wieder Charlotte. Aber er, ach so, wollte gerade sagen, er aber dich nicht, sonst hätte er ja so komische Matzgeräusche gemacht. Ja, ich habe ihn, aber er nicht mich gesehen. Ich weiß dann schon, welchen Killer ich spiele. Also den ich für mich persönlich am schwierigsten. Der rennt immer mit beiden gleichzeitig lang. Das ist natürlich, der wechselt ständig hin und her. Der hat immer beide beisammen stehen. Aber ob das so clever ist, weiß ich nicht. Ich sehe ihn. Ist das der Kleine? Clever ist es nicht. Also was heißt, ist es nicht? Also ich versuche halt mit einem euch zu triggern, wow, und den nächsten irgendwie in der Nähe zu halten. Rennst du vorbei und dann steht die Große da. Ja. Ich habe den Kleinen zumindest mal gehört. Vor nicht allzu langer Zeit. Also ich versuche halt, also ich kann halt den Weißen, den Kleinen sehen. Mhm. Als Charlotte. Oder ja. Victor, keine Ahnung, wer von beiden was ist. Vielleicht ist das auch so ein Charlotte Game. Ist die Große. Ja. Er hat gerade den Großen auf jeden Fall. Ich hab halt dann auch... Wer wechselt immer hin und her, Junge? Ja, er ist noch der Große. Und du siehst ihn, okay? Nee. Seh ihn duschen nicht. Du merkst ihn. Mhm, jetzt sehe ich ihn. Er sieht dich auch? Oder der Kleine? Ja, ich hör's. Immer ist sprungbereit. Es wird der Große. Mhm. Ah, schade. Hast du einen Totem zerstört? Ja, ich hatte einen schon zerstört. Zu langsam, ne, Matze? Ich hab's gesehen, Alter. Jetzt, ey, du, der wechselt und er ist direkt an der Stelle, wo du gerade langläufst. Ist doch gegen die Wand gerannt, so wie es klang. Haut doch mal ab! Er hat mich umgerissen. Mit seinem Kleinen. Das ist die Große. Und der hilft mich auch. Ah, du bist da. Nein, ich hab zu früh geblendet. Pass auf dich auf. Geh dich hoch, Jürgen. Fuck. Zum Schaff, Scheiße. Er ist groß hinter dir. Fuck. Die Animation war krass, ey. Dass es nicht geklappt hat. Yeah. Schaff ich das? Da hängt Rolle. Ja, ich probier's. Klar, schaffst du das noch, sonst ist es nicht schaffen. Da wollte ich gerade zu viel.
Ja, es könnte knapp werden. Was klappert denn da bei dir so hinten im Rucksack, ey? Mein Haribo Goldbärchen, willst du einen? Ja, bitte. Yeah. Der mich so viel anguckt die ganze Zeit, ey. Was haben wir nur Chance Victor. Zu Voller Victor. Volle Hätte, Victor. Und du hast bei wem einen stehen lassen, oder was? Ja, ja. Victor stand bei dir genau um die Ecke. Na, herzlichen Glückwunsch, Matze, dass du uns beide erlegt hast. Ganz ehrlich, freue ich mich auch gerade ein bisschen. Ja, 2 gegen 2, ne? Also, ja, ich war, ne? Unfair 2 gegen 2. Niemand ist hinkommen, ganz ehrlich, das war bei der ersten Runde, wo alle gestorben sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die echt nicht. Und warum hast du nur einen Perk mitgenommen, eigentlich? Das ist eine gute Frage. Okay.